Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifek mit der Marie, dem Danny, dem Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Hallo. Moin. So, der Danny hat gerade geschrien, sein Schneidwerk vom Drescher ist kaputt. Ja, da können wir mal unsere gute Cherrybox wieder in den Einsatz bringen. Wir haben ja das schöne Ding hier. Die steht allerdings gerade verkehrt rum. Warte mal, ich muss sie einmal umdrehen. Das wär's noch, dass wir irgendwie noch so einen kleinen Schlepper zum Werkstattschlepper haben. Ja? So, einmal schnell umgedreht. So, dann hängen wir uns die mal vorne dran an den Trecker. Und dann fahren wir schnell zum Danny hin. Oh, ich dachte, da ist sogar Sprit drin. Da hättest du sogar tanken können, aber da ist nichts drin. Wie, da ist nichts drin? Ne, die Stellenbox ist leer. Habe ich noch genug. Oh, tanken, da sagst du. Aber warte mal, ich kann sie mal voll machen. Ist doch egal. Schade, glaube ich nicht, weil dafür ist es ja auch da. Richtig. Für den Notfall, falls mal jemand vergessen hat, zu tanken, dann... Genau, können wir mal ein paar Literchen da reinmachen. Ja. Ich meine, wir haben ja auch hier so Kandidaten, ne, die das mal gerne vergessen. Ja, du, ich habe jetzt auch gerade mal auf meinen Tank geguckt, der ist auch nur noch viertel voll. Ja, tanke ich erstmal noch meinen Trecker. Wenn du schon dabei bist, ne? Ja, wenn ich schon mal dabei bin. Hau ich den schon mal voll. So, und jetzt die Cherrybox. Was? Oh, gut, dass das keiner gesehen hat. Hast du wieder Scheiße gemacht, ja? Ja. Ich habe mich so gewundert, dass der Schlepper so gut gezogen hat. Ich habe die Schweine vergessen aufzunehmen. Ah, ja. Lalalala. So, einmal 600 Liter, nachher 550 Liter Diesel drin. So, Danny, wo stehst du gerade? Ja, hier bei 37 am Anfang. Ja, hier. Du hast doch eine Karte. Ich stehe hier. Hier stehe ich. Ja, ja. So. So, warte mal, wie war das jetzt? Und zwar Cherry Box. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, lange nicht mehr benutzt das Ding. Bevor die Fragen aufkommen, das ist Bartmod, den kann man gewinnen, allerdings nicht bei uns. Richtig. Service. Genau, das ist ein Privatmod, deswegen. Habt ihr den nicht so? Warte mal. Ist ja geil. Steht sogar Fahrzeugübersicht drin. So, ist der Trigger da? Nee. Das war der Vorfahren. Nee, ich muss das doch erst noch aktivieren. Warte mal. Wie war das noch? Ach, da, L. Warte. Normal kannst du das jetzt reparieren. Ohne Probleme. Eigentlich. Aber noch nicht von drin, oder? Normal. Nee, du musst auch rausnehmen. Genau, und jetzt musst du. Warte mal. Ob ich sag, schon lange nicht mehr benutzt die Cherrybox. Ach da, Service-Menü, das habe ich gesucht. So, reparieren. Schneidwerk, ja. Ah, Drescher steht nicht. Ja, ist wieder heile. Drescher, wie viel Prozent hat der? 9,5. Okay, den kann man noch nicht reparieren. Der ist noch gut in Schuss. Ich würde mir Sorgen machen, wenn nicht. Ja. Habe ich wieder das. Erst so. Dann. Dingens deaktivieren. Wie war das wieder? L. Müsste L gewesen sein. Naja. Macht er aber gerade nicht. Ja, dann stellst du mit Triggerpunkt weg. Mit der Nummer gleich drauf. Ja. Ah, jetzt. Muss ich noch mal kurz raus.
abschalten. So. Ja, dafür benutzen wir sie einfach auch. Okay, er hat es nicht abgeschaltet. Ah, egal. Ich schätze es einfach weg. Aber Opa-Gleiter kümmern. Jawohl. Wolltest du die neuen Aufgaben schon mal präsentieren oder wolltest du das dann machen, wenn sie alle da sind? Weiß ich nicht. Was sagst du denn? Du Chef. Du bist Chef, du bist organisatorischer Leiter, du bist, ne? Dann machen wir, wenn alle da sind. Da brauchen wir es nicht doppelt und dreifach erzählen. So können wir alles in einem Abwasch machen. So, das waren jetzt über 30.000 Euro Schweine. Das ist in Ordnung. Wie viel sind jetzt noch drüben? 94 Stück haben wir noch. Alles, wir haben noch Schweine satt. Ja, da können wir noch ein paar Grillpartys machen. Jo, deswegen habe ich ja jetzt erstmal einen kleinen Sprung schon mal weggehauen, damit die Reproduktion wieder Gas gibt. Weil, wie gesagt, das ist einfach verdientes Geld. Ne? Auf jeden Fall, ja. Vermehren Sie von alleine. Richtig. Kühe dürfte, glaube ich, mehr bringen. Glaube ich. Ja, da gucke ich auch gleich nach. Und Hühner ist eh Pillepalle. Ja, die werden aber auch gleich weggehauen, weil warum sollen wir das verschenken? Die kannst du aber nicht mit der Anhänger wegbringen, ne? Nein, die muss ich so, die verkaufe ich übers Tiermenü. Das ist auch total doof, ey. Ja, gut. So, meinte schon, da gibt es einen Mod, aber ja, mein Gott, du, Ach, das stört mich jetzt auch nicht. So. Wie gesagt, das ist geschenktes Geld, die vermehren sich von alleine. Also. Richtig. So sieht's aus. So sieht es aus. Irgendjemand arbeitslos, ja? Nö, eigentlich sind noch alle unterwegs. Ja, ich sehe gerade, ist eh noch nicht möglich. Auf den Kanal heute. So, Rindy. Wo seid ihr? Nö. So, es gibt es Kotelett. Rindersteak. Oh. Spalt. Ja, mal schön ins Steakhouse. Jo. Der hat immer Bock drauf. Wobei, jetzt mit meinem geilen Grill werde ich das selber machen. Ah ja. Hast dein eigenes Steakhouse. Ja, warum nicht? Ja. Sag mal, hier bei dem einen Markt, den wir hier haben, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil wegen Werbung und dergleichen, aber die Fleischauswahl, die haben, die ist schon brutal geil. Okay. Da kriegst du dann auch dieses Entricot oder wie die Scheiße ausgesprochen wird. Da kriegst du Tomahawk Steaks. Die Auswahl ist echt geil. Und wenn ich überlege, was ich sonst hier im Steakhouse für so ein fertig gegrilltes zahle, bekomme ich da schon fast drei Ruhe, die ich mir dann selber fertig machen kann. Okay. Das ist dann schon eine Überlegung, es dann selber zu machen. Und der Vorteil ist, ich kann mich benehmen, wie ich will. Ich muss nicht auf Etikette achten. Wenn ich dann noch eins möchte, dann muss ich nicht in die Karte gucken und schlucken. Ich schmeiße einfach noch eins auf den Grill. Richtig. Ja, die Preise sind manchmal echt Hammer, ey. Ja, aber im Moment macht das auch alles keinen Spaß. Auch einkaufen macht keinen Spaß. Du hast nichts im Wagen drin. Aber, boah, so 100 Euro, was ist denn das mittlerweile? Ja, das ist es ja. 100 Euro ist mittlerweile nichts mehr. So, tut richtig weh damit. Wo
von der Lake. Ich bin schon gespannt, wenn wir. Ich meine, im Urlaub sind wir ja Selbstversorger, ne? Ja, gut, aber einmal oder sowas wird man da sich auch irgendwie ein Restaurant aus. Ja, ach, das sowieso. Aber da bin ich auch mal gespannt, was so wieder auf uns zukommt. Ja. So, eine Fuhre Kühe bringt mich weg. Und der Rest fahren wir. Kann sich auch erstmal komplett. So, jetzt haben wir erstmal wieder Heu satt. Ja, das. Wenn du die losen Lager sonst voll hast, dann müssen wir dann halt gleich eben ein paar Heuballen pressen. Jojo. Jo. Noch passt was rein an Heu. In das andere Silo. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, oben auf der 32, das Silo geht, nimmt ja auch Heu. Ja, da bin ich ja gerade dabei, das zu füllen. Da bin ich ja gerade dabei. Schubidu. Johnny ist schon geil. Wenn der jetzt noch eine Reifendruckanlage hätte und einen geilen LED-Balken oben drauf, das kann. So, liebe Modder da draußen, ne? Unseren Johnny, den wir haben, eine geile Reifendruckanlage draufsetzen, schönen LED-Balken drauf und vielleicht Multicolor, dass man den noch ein bisschen umlackieren kann. Es wäre schon geil. Der Martin zahlt auch gut. Ich werde euch in meinen Gebeten einschalten. So, bestiege. Zack. Das waren eine Tour Rinder. Beziehungsweise Muku. Wie viele waren das jetzt? 6. Okay. Also doch nicht so viel. Das ist 2000 für eine Kuh. Blöde Kuh. Oh, du. Ja, wie gesagt, reproduzieren und dann zwischendurch mal immer ein bisschen abschöpfen. Da lohnt sich das ja mehr auf dem Grill. Also das schmeckt auf jeden Fall, ja. Vor allem Bio, ne? Ja, ja, alles aus eigener Herstellung hier. Wir wissen ja, was wir da reinschmecken. Uns ist alles. Genau, alles Bio hier. Zertifizierter Biohof hier, hallo? Ach, richtig. So, ich werde den Vieranhänger oben, gut, unten bei der Grassache mit reinstellen, ne? Da in die Garage. Can you do? Jojo. What can I do for you? Zurzeit nicht viel, alles gut. Danny denkt sich jetzt wahrscheinlich auch, Alter, wann ist das Feld fertig? Ja, das ist irgendwie echt groß. Das ist klein. Ich wollte gerade sagen, das ist noch klein. Wir haben das schon halbiert, das Feld. Das haben wir ja jetzt schon geteilt. Das war letzte Woche noch ein großes Feld hier. Yep. Da hängst du aber lange dran. Aber echt. Was, Marie? Ich hab nur zugestimmt. Achso. Ja, eine Hälfte machen wir dann jetzt, wenn das komplett alles geräumt ist, sprich Heu runter und Stroh alles so weit, dass wir es nicht mehr brauchen. Kommt eine Hälfte, kommt dann Mais drauf, dass wir Körnermais machen. Richtig. Und die andere Hälfte wird mit Zuckerrüben bestückt. Feld 33 müssen wir dann gleich mal gucken, was wir da noch gebrauchen können, weil Silomeister ist nicht da. Yep. Da gucken wir dann gleich mal, was uns da dringend. Tigersichtblatt. Siehst du wohl, in 14 Stunden kommt die nächste Kuh und in
45 Minuten kommt das nächste Schwein. Also, das klingelt in der Kasse, Leute. Das ist in Ordnung. So soll das sein. Mal eben zu Geiern und dann räume ich da mal eben. Ah, jetzt dreht er wieder nicht ab, Mann. Blöde Ding, du. Jetzt. Ich schaue schon wieder die Folge rum, ey. Mein Gott, die Zeit rennt, oh. Das ist Wahnsinn. Ach ja. Ah, passt alles noch? Oh, passt noch. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, ich zähle hier noch ein bisschen meine Runden. Beziehungsweise ihr werdet das ja morgen dann auch nochmal sehen. Das war's schon wieder für heute. Ich sag ja, die Zeit, die rennt, das ist Wahnsinn. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sagen Tschüss und Bye-Bye, bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.